Ich habe mich in der Pause jetzt nicht gefragt, welchen zivilen Sektor ich jetzt einschlagen werde. Hab mir nochmal Gedanken über den zurückgelassenen Mann auf diesem Mond mit dem fraglichen Gesundheitszustand gemacht. Wir haben doch einen Engi. Hätte der vielleicht irgendwie was machen können? Die haben ja besondere Kräfte, wenn ich da auch an Half-Life denke. Ob der die Rettung gewesen wäre für ihn, wenn er überhaupt hoi hoi gewesen wäre im Oberstübchen? Keine Ahnung, werden wir so nicht herausfinden. Vielleicht mache ich das mal beim nächsten Mal, wenn wir wieder so eintreffen mit, vielleicht auch mit mehr Crew. Aber jetzt, in der Situation, fand ich das einfach genau richtig, den alleine zu lassen. Zwecks des Risikos, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Ich werde nie wieder da hochkommen, aber ich würde sagen, wir schlagen jetzt schon mal die goldene Mitte ein. Aber ich könnte mich ja immer noch für den Nebel entscheiden. Ich gehe nach unten, weil hier habe ich immer noch die Wahl. Wenn ich in einem Sektor dann doch vielleicht was anderes machen möchte. Gucken, wie zivil der ist. Wir brauchen Treibstoff. Willkommen in einem neuen Sektor. Erreiche das Ausgangssignal und springe in den nächsten Sektor, bevor die Rebellen dich erwischen. Einladen, na, als hätte ich es gewusst. Wir können diesen gehen, das ist ja wie das Haus zum Nikolaus. Von da nach da, dann da, da und da. Hoffentlich bekommen wir genug Schrott. Reparaturarm wird ausgeglichen durch Schrottbergungsarm. Sind das beides die gleichen Prozentwerte? Ne, 15 und hier sind es 10. Ja. 10 hatte ich nur Erinnerung, aber die 15, da war ich mir etwas unsicher. Naja, solange wir einen Schaden haben, können wir das ja gebrauchen. Und ich schätze mal, wenn die Hülle ganz ist, dann verbrauchen wir einfach nichts für den Reparaturarm an Schrott. 20 Sekunden waren es, Gott, keine 30. Dann hier rüber. Bitte den Kampf. Ja, oh, Dreierschild. Ein hochentwickeltes automatisiertes Schiff der Rebellen liegt an einer ihrer kleinen Raumstationen. Laut den Sensoren werden dort militärische Güter gelagert. Angreifen, um die Güter zu bekommen oder nicht provozieren. Die haben Hacking. Aber wir haben entweder diese beiden tollen Waffen. 5 Schüsse. Nee, Quatsch, 4 Schüsse gegen 3 Schilder. Ich hoffe einfach nicht, dass die auf den Geschützstrahl gehen. Ich schätze aber auch nicht, dass das Hacking jetzt noch so ausgebaut sein wird, wenn die schon ein Dreierschild haben. Wir versuchen auf jeden Fall ranzukommen. Okay, die haben Waffengewalt. Und wo schießen sie hin? Ach, auf die Türen. Süß. Naja, wir können halt nicht wechseln. Also, wenn die Waffen groß Schaden im Raum machen und vielleicht jemand gerade eine Heilung benötigt, dann sieht es etwas mau aus. Hätte der nicht einfach auf den Raum gehen können? Meinetwegen auch auf die Kameras. Kameras wäre super gewesen. Aber nee, man kann nicht alles haben. Ich soll mal froh sein, dass es nicht die Waffen geworden sind. Auf die Waffen. Wobei, auf die Schilder, wenn ich da einen Schaden bekomme. Wobei, wir müssen einfach auf den Geschützstrahl warten. Ich hoffe, der zieht so durch. So wäre kacke. Wir müssen einfach auf den warten, weil selbst wenn ich jetzt nur auf die Schilde schieße und mal Glück habe, das dauert ewig. 20 Sekunden, der Geschützstrahl, der ist so super. Aua! Es wäre cool, wenn die ihre Drohne abgeschossen hätten. Gut. Wird gleich wieder gehackt? Nee, noch nicht. Jetzt warte ich aber, weil schwerer Laser kann nicht so viel. Hacking ist bei ihm ganz geblieben. Nur mal so nebenbei. Und jetzt wird gleich wieder gelasert. Und kaputt. Der ist so toll. 47 Schrott. Und wir können auch untersuchen. Oh. Die Station wurde entweder aufgegeben oder geplündert. Sie scheint schon seit einiger Zeit nicht mehr genutzt zu werden. Du findest nichts Nützliches. Aber wir haben noch aus dem Schiff da etwas abgegriffen. Unser Reparaturmann, unser künftiger, repariert mal. Na, er sollte schon alleine reparieren. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Reparieren aber auch bald voran. Gekommen.
Also eine Stufe, natürlich. Bei ihm dauert es noch länger. Dauert bei ihm das Erfahrungssammeln auch länger? Ich guck nochmal kurz übers Schiff. Ja, klar, der Pilot noch. Ist zwar bloß eine Kleinigkeit, aber auch Kleinigkeiten können hier sehr entscheidend sein. Ich sag nur, ein Höllenpunkt und wir sind weitergekommen. Die muss man ja irgendwann mal ergaunert haben. In irgendeinem Kampf oder durch eben den Reparaturarm. Sieht aus wie die Erde, oder? Oh! Oh, aber wenn der kein Schild hat, ich habe noch nicht runtergeschaut, was hat der denn alles? Ein Raketenwerfer und da noch zwei. Kriegen wir aber hin. Hier haben wir einen Viererschuss direkt auf die Waffen. Er könnte gleich abhauen wollen. Sollten wir mit dem schweren Laser auf den Antrieb schießen, mit dem auf die Waffen. Und 20 Sekunden braucht er mindestens, oder? Du entdeckst einen automatisierten Aufklärer der Rebellen, der einen kleinen Treibstoffaußenposten angreift. Das kommt ja wie gerufen. Die könnten uns ja Treibstoff als Belohnung geben. Wir verteidigen natürlich. Das automatisierte Schiff erkennt dein Schiff als die größere Bedrohung und greift an, aber es will noch nicht abdampfen, da ist ja auch noch was. Oh, viel Ionenkram, aber die Rakete. Die Rakete ist aber klein, er hat echt nicht gute Waffen. Klar, er kann viel rumionisieren, aber das werden wir schnell eliminieren. So schnell es geht, erstmal auf die Waffen. Gleich mal eine Waffe weg, der Raketenwerfer ist leider noch da. Dann kommt die raus und ein Gehen und Kommen. Schilde kaputt, dann hilf mal. Er kann gleich eh nicht mehr viel schießen und der Geschützstrahl greift ja auch gleich ein. Keine Waffe mehr außer die Bombe. Keine mehr außer ist auch gut. Das ging echt schnell, das war Rekord, oder? Einmal Treibstoff, ein drunter und 20 Schrott. Und dreimal Schrott, ein drunter und 42 Schrott, super. Der Außenposten ruft dich, nachdem der Aufklärer zerstört ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe, wir wurden die ganze Zeit von diesem Aufklärer schikaniert. Das hier geht aufs Haus. Geil, es läuft gerade richtig gut. Also wir waren zweimal am Rand und auf einmal Schwung, Schwaps nach oben. Bevor ich jetzt beim Reaktor was ausgebe, natürlich warten, was der Laden zu bieten hat. Weh, der Laden ist jetzt eine Verarsche, das wäre gemein. Wenn da gar keiner mehr ist. Das wäre bitterböse. Es gibt nur ein anderes Schiff an diesem Signalpunkt und das ist schwer beschädigt. Du erhältst eine Nachricht auf deiner Konsole. Ich grüße Sie, Reisender. Das klingt positiv. Wir wurden von einem Haufen Piraten überfallen und sind nun gezwungen, unsere verbliebene Ausrüstung zu verkaufen, um die benötigten Vorräte für unseren Heimweg besorgen zu können. Leider hat er bloß eine Seite und er hat... Ah, Hacking. Hacking werden wir brauchen. Hacking und Geschützstrahl, das klingt gut für den Endkampf. Ein Waffenmeister haben wir schon. Ein Pilot, der Björn, haben wir schon. Waffenmeister und Pilot. Aber auch ein Mantis. Ah, leider haben die keine guten Spezialfähigkeiten, weil wir sind schon so lange unterwegs. Ich den Engi, unseren Engi irgendwo abziehen, weil der hat schon die volle Ladung. Das und das wäre möglich. Treibstoff will ich auch noch. Er hat er bloß 3. Gebe ich 9 aus. Hier gebe ich 130 aus. 139 hätte ich noch 20 über. Reicht nicht für den Reaktor. Stimmt, die habe ich auch noch. Wir haben eh keine Drohnenstörung, deswegen auf jeden Fall weg. Was hatte ich gerade gesagt? 130. 139, und das könnte jetzt hinkommen. Wird hinkommen. Dann Hacking, tanken und Joel mitnehmen und dafür unseren Engi irgendwo anders platzieren. Zur Not haben wir halt 2 Waffenexperten, kann auch nicht schaden. Aber Hauptsache, wir sind endlich mal zu 5. Aber ein weiterer Nahkämpfer war auch nicht verkehrt. Wobei, wir haben Mick und Bowie, die können gut nahkämpfen. Und wenn es sein muss, sind wir halt zu 5 im Nahkampf.
Ja. Will ich reparieren? Ich bin gewillt, Nein zu sagen. Hoffentlich geht das gut. Joel nehmen wir noch mit und hier. So. Wir können ja den Rest in die Reparatur stecken. Entschuldigung. Also. Das nächste ist auf jeden Fall auf das Schildsystem setzen. Wir könnten Hacking schon einsetzen, aber wir haben so oder so Waffengewalt. Apropos Waffen. Nachdem wir die Schilde verbessert haben, brauchen wir auf jeden Fall noch eine weitere Waffe. Und dann müssen wir auch noch Hacking ausbauen. Das sind, glaube ich, die drei Ziele noch für den Endkampf. Klar, Schilde müssen noch zweimal ausgebaut werden. Hacking muss ausgebaut werden und wir brauchen eine weitere Waffe. Und damit auch das Waffensystem ausbauen. Das wird noch eine Heidenarbeit. Ja, wer weiß, was das ausmacht, die drei Blöcke. Und dich, wie weit bist du denn? Der ist schon auf Maximum. Hätte ich mal vorher geguckt. Aber Jolly kann auch noch gut reparieren. Dann bleibt er da, aber zur Not haben wir da noch jemanden, der die Waffen auch gut übernehmen kann. Und einen weiteren Reparaturkünstler zu haben, kann nicht schaden, wenn wir Bowie haben. Der kann aber auch gleich besser ausweichen, deswegen, wo schicke ich ihn denn hin? Erstmal so. Speichern. Der Nebel stört die Flotte schon wieder. Ich würde sagen, wir gehen eher oben lang. Da oben gibt es bestimmt eine Ablenkung. Zwecks Auftrag oder Laden. Immerhin sind wir in dem zivilen Sektor. Der Punkt, der ist schon nicht schlecht, wenn man da an viele andere Punkte kommt, aber nicht an die entscheidenden. Vor allem nicht an den hier. Ich glaube, ich gehe lieber oben lang. Vielleicht kommt hier noch was Tolles, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Wenn ich hier dann hochgehe, dann wird das nichts mehr, zumal ich von hier nicht rüberkomme. Das hier oben ist eine Sackgasse, wenn man es so will. Ja. Jetzt sind wir also zu fünft. Sieht auch wieder schön aus, das Bild. Oh, eine Hermes-Rakete. Einfach so geschenkt bekommen und 19 Schrott. Was steht denn da? Du informierst eine Station in der Nähe über deine Flucht vor den Rebellen. Sie bieten dir an, dein Schiff mit einer Waffe auszustatten und wünschen dir viel Glück. Kostet halt 3 Energie. Macht aber auch einen 3er Schaden. Feuer, Durchbruchschance, Betäubungschance niedrig. Werde ich über lang verkaufen, aber klar. Können wir gerade nicht, behalten wir erstmal. Okay. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, da hochzugehen. Ja. Das Hintergrundbild jetzt noch schöner aufgelöst. Das wäre toll. Schon wieder ein Geschenk. Du kommst im System an und entdeckst sofort ein Piratenschiff in der Nähe. Seltsamerweise befindet sich aber laut den Scans keine Lebensform. Befinden sich laut der Scans keine Lebensform an Bord. Du plünderst das Schiff, findest aber keinen Hinweis auf den Verbleib der Crew. Der zivile Sektor ist bisher ein voller Erfolg. 2x Treibstoff drunter und 45 Schrott. Unser Schiff freut sich, weil es endlich mal wieder in den grünen Bereich kommt mit der Hülle. Ah, die greife ich jetzt nicht ab. Wenn ich jetzt da hingehe, kommt hier bestimmt irgendeine Anzeige mit. Och, geh doch da hoch. Das will ich vermeiden. Ich will mich nicht ablenken lassen, mich ärgern, weil ich dann so einen Kackweg gehen muss. Deswegen gehen wir direkt hier irgendwo unten lang. So. So, so, so. Vielleicht sogar noch so. Und von hier aus können wir auf jeden Fall runter. Also gehen wir diesen Weg. Und hier entscheiden wir uns, ob wir noch hier hochgehen oder nicht. Den lasse ich liegen. Oder ich nehme den noch mit. Ich könnte mich ja hier entscheiden, ob ich den noch mitnehme, den kleinen hier. Und da verlangsamen wir auch, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das wird doch nichts. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann noch einmal etwas kürzer, weil Nebel, das könnte doch hinhauen. Okay, ich nehme den unteren doch mit. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Treibstoff. Du erkennst das Schiff. Es gehört einem bekannten Sklavenhändler. Er ruft dich und bietet dir günstige Arbeitskräfte an. Einen Sklaven kaufen und ihm die Freiheit schenken, damit er sich deiner Crew anschließen kann. Aber für die Schilde, das wäre gut gewesen. Generell jemanden zu befreien, will ich das jetzt noch machen? Wir haben gerade jemanden gekauft. Mir fehlt die Option, Debbie das Leben schenken und trotzdem die Kackpiraten angreifen. Vielleicht bieten sie uns ja nochmal ein Crewmitglied an. Ansonsten zerstören wir sie halt. Das fehlt mir. Ja, nur angreifen. Die bieten uns bestimmt noch einen an, aber dann mit einem höheren Preis, oder? Vielleicht bieten sie uns auch gar keinen an. Die haben eine Rakete. So oder so werden Leute sterben. Die werden wieder mehrere an Bord haben. Wir könnten einem ganz sicher das Leben schenken und wir könnten ohne Schaden rauskommen. Alle können wir eh nicht retten. Wir könnten aber auch Schrott bekommen. Ah, das ist etwas schwierig. Hab mich aber entschieden. Du bist schon fast auf Maximum. Ja, wo stecke ich dich denn jetzt hin? Auf einmal sind wir zu 6, gerade noch zu 4. Jetzt könnten wir nochmal zu dem Planeten zurück mit dem geistig Verwirrten. Dann sind wir vielleicht zu 7 oder zu 5. Schicken wir Debbie hin. Hier, Neuer, geh mal rüber gucken. Ja, verreckt. Ich könnte auch zu den Türen erstmal rübergehen schicken, das wäre schlauer. Fällt mir jetzt gerade so ein, jetzt wo ich gerade sehe. Ja, und ja, ist immer noch in Einsatzbereitschaft und kann schnell zum Geschütz strahl rüber, wenn was los wäre. So kann er sich erstmal nützlich machen. Gut. Da werde ich mir jetzt aber erstmal niemanden mehr kaufen, wenn wieder so ein Angebot kommt. Wir sind gerade zu 6 und lieber bekommen wir jemanden noch zufällig, ohne dass wir was machen müssen. Da wäre ein Laden. Ach, wir können gar nicht... Oh, zum Glück habe ich das jetzt noch gesehen. Wir können gar nicht hier rüber. Vorm Laden, naja, ich werde halt mich nicht ärgern, wenn hier oben was ist. Ich werde einfach hingehen und dann sagen, ich gehe hier runter und freue mich über den Laden. Ich nehme auch den Punkt mit. 1, 2, 3. Moment, das könnte eng werden. 1, 2, nö. Schrott gegen Treibstoff, das werde ich machen. An diesem Signalpunkt befindet sich eine Treibstoffstation. Wir können hier Treibstoff kaufen. Ob das gut geht, ob das Ding hochgeht? 6-mal Treibstoff für bloß 12-mal Schrott, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank für den Handel. Geil. Jetzt haben wir zwar wieder weniger Schrott, aber hey, ich werde den Laden wohl auslassen. Sobald du angekommen bist, erscheinen Warnleuchten auf deinem Bildschirm. Ein Piratenschiff in der Nähe scheint über hochentwickelte Hacking-Tools zu verfügen und hat versucht, deinen Antrieb auszuschalten. Deiner Crew gelingt es, sie gerade noch am Laufen zu halten und du greifst an. Ja, wir werden den Angriff auf jeden Fall unterbinden. Damit ist dein Hacking gesperrt, aber ich hatte es eh nicht vor einzusetzen. Die haben einen Teleporter, die sind zu viert, die haben 2 Fehlers. Was ist das für eine Waffe? Die sieht schmal aus. Das ist ein Raketenwerfer? Das ist keiner. Die haben bloß 2 Waffen. Also bloß ein Teleporter, 2 Schilde. Das kriegen wir hin. Dein Hacking-System stoppt den digitalen Angriff sofort und du näherst dich, um das Schiff zu bekämpfen. Ja, ist eine Rakete, aber nur eine Artemis. Also bloß ein 1er Schaden, wenn es so weit kommen sollte. Wir sind zu 6. Zweikampfstark. Nahkampfstark. Ein Zweikampf wird das nicht. Oh, die beiden Fehlers. 3. Das sind 4. Fehlers-Piraten. Das könnte doch sportlich werden. Aber, kriegen wir hin. Gucken, wo sie hinkommen. Die beiden. Okay. Du kannst eh nicht gut nahe kämpfen. Debbie kann ja Schilde, das ist super.
Das ist ein guter Trupp, den wir rüberschicken. Einmal auch wie die, kann viel aushalten und einmal zweikampfstark. Das kriegen wir hin. Die Rakete ist schon geflogen und wir werden... Worauf schießen? Wir können Viererschaden verursachen, wenn die nicht ausweichen. Auf den Geschützstrahl werde ich jetzt nicht warten, denn bis der einsatzfähig ist, haben wir die praktisch schon wieder aufgeladen. Ja, die Raketen sind kacke, deswegen auf die Waffen. Erstmal schießen wir sowieso auf die Schilde. Zwei Höllenschaden, Waffen angekratzt. Bleibt nur der Raketenwerfer und der Geschützstrahl ist gleich bereit. Er grillt die Waffen, das Cockpit und den Teleporter. Also wenn die sterben... Na, die müssen wir erstmal klein bekommen. Also wenn die sterben würden, dann würden sie auch sterben, weil sie nicht zurückkommen können, schätze ich. Wobei, die sind so lange, bis die... Die kümmern sich erstmal um das Cockpit, um die Waffen, um die Schilde, eher die das reparieren. Das Ding ist ja bloß verzögert. Auf die Waffen. Oh, die Artemis ist schon weg. Das klingt nach einem Hüllenbruch bei ihm. Jetzt auch noch Sauerstoffmangel beim Reparieren. Wir müssen Bowie gleich abziehen. Die können gerade eh nicht schießen. Wir brauchen gerade auch keine Schilde, weil die eh nicht schießen können. Ah, die gehen doch rüber. Okay, dann heilen wir die beiden. Und Debbie bleibt bei den Schilden. Gut, dass wir Debbie haben. Ich habe noch gar nicht die Position gespeichert. Die können gerade eh nicht ausweichen, deswegen treffen wir bei den Waffen gut. Ja, die beiden Schilde weg und dann noch zweimal Waffen. Dann halten wir die Waffen klein. Abhauen können sie eh nicht und der Geschützstrahl macht eh gleich den Rest. Super Kombination, aber über lange Sicht geht das nicht gut, weil dann mit dem 3er-4er-Schild wird's eng. 6-mal Treibstoff und 52 Schrott. Das Piratenschiff... Da das Piratenschiff zerstört ist, ist dein Schiffssystem wieder vollständig einsatzbereit. Du erbeutest so viel Trümmer wie möglich. Geil. Das freut mich sehr und mit diesem Glücksgefühl machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.